Papa hat nun auch die Konsolen erreicht und ich denke, für die meisten wird die Switch-Version am interessantesten sein. Bevor wir aber darauf eingehen, sei gesagt, dass unsere vollständige Review zu Huffer jetzt als Infokarte angezeigt wird. Die Meinung dazu hat sich nicht geändert, da zwar kleinere Sachen angepasst wurden, das Spiel aber grundsätzlich gleich blieb. Huffer wurde damals für die Wii U angekündigt, mit der Aussage, dass man für diese Version alles von Grund auf neu machen müsste. Also in dem Fall halt Modelle, Texturen, Effekte etc. Schon damals klang das wie ein Unterfangen, das nie im Leben umgesetzt werden kann, denn es ist immer eine schlechte Idee, für eine stärkere Plattform zu entwickeln und dann auf eine schwächere zu portieren. Letztendlich erwartete ich eher, dass sie die Wii U bzw. jetzt Switch-Version einfach sehr stark zurückschrauben werden, damit das irgendwie auf der Plattform funktioniert. Und recht sollte ich behalten. Dabei muss man aber anmerken, dass ich hier rein vom Grafischen spreche. Der Sound, das Gameplay und vor allem der Inhalt ist komplett identisch. Auch weiterhin könnt ihr online spielen und so euer normales Spiel mit echten Spielern teilen. Weiterhin könnt ihr auch eigene Missionen basteln und Crossplay ist ebenfalls verfügbar. Dank dem Launch der Konsolenversion ist damit die Welt etwas belebter. So könnt ihr zum Beispiel mit einem Freund alle Missionen zusammenspielen, wenn ihr mögt, oder gar mit fremden Spielern. Einfach in den Missionskreis stellen, bestätigen und man ist mit dabei. Für ein Spiel, das versucht Singleplayer und Multiplayer zu vereinen, klappt das wunderbar, auch ohne Chatmöglichkeiten. Was Huffer auf der Switch jedoch runterzieht, ist die erwartete schlechte Performance. Ein Spiel vom PC auf die Konsole zu portieren, ist bereits anstrengend. Ein PC-Spiel auf die schwächste Konsole zu portieren, ist ein richtiges Unterfangen. Und hier wurden ein paar Fehler gemacht, die man womöglich sogar noch mit einem Patch beheben könnte. Den größten Unterschied, den man direkt merkt, ist, dass das Spiel komplett auf Schatteneffekte verzichtet. Bis auf Blumen gibt es auch keinen weiteren Post-Processing-Effekt. Ebenso wurde die Sichtweite auf das Absolute zurückgedreht. Teilweise habt ihr die niedrigste Level-of-Detail-Stufe eines Modells, obwohl ihr gefühlt recht nah dran seid. Dadurch werden Gebäude gerne mal zu einfarbigen Blöcken. Das größte Problem ist jedoch, dass Huffer kein Frame-Rate-Limit hat. Das Spiel läuft daher ohne Begrenzung auf 60 Bilder pro Sekunde, wenn es das denn mal erreichen würde, was es selten tut. Als ich die Bildrate gemessen habe, lief das Spiel größtenteils mit knapp über 30 bis 40 Bildern pro Sekunde. Diese starken Schwankungen machen vor allem bei einem Freerunning-Spiel extreme Probleme, da die Reaktionszeit eures Inputs ständig schwankt und es dadurch schwerer wird, ein gewisses Gefühl für die Steuerung zu entwickeln. Lösung für die Entwickler wäre simpel. Limitiert das Spiel auf 30 Bilder pro Sekunde oder gebt zumindest die Option. Es gibt auch Situationen, wo das Spiel unter 30 Bilder pro Sekunde sinkt, jedoch sind die seltener. Wenn man das Ganze in einem Handheld-Modus spielt, wird zwar die Bildrate nicht dramatisch schlechter, jedoch sind die Texte so verdammt klein, dass es schwer ist, einige Sachen richtig zu erkennen. Ebenso steuert man den Cursor in den Menüs mit dem Analogstick, anstatt sich richtig durch die Menüs zu bewegen. Das ist daher eine Sache, die alle Versionen haben und mega umständlich ist. Huffer ist eines dieser Spiele, wo man mit genug Gefallen am Style des Spiels viele Mankos des Gameplays und der Menüs irgendwie übersehen kann. Wer reines Erkunden und Freerunning liebt, wird mega viel Spaß haben. Jedoch ist das ein Spaß, der dann stark von der Optik geprägt wird. Und so sehr ich den portablen Faktor der Switch liebe, wäre diese Version von Huffer nicht die, die ich bevorzugen würde. Also, wenn ich das Spiel an sich unterhaltsam finden würde. Da die Menüs wegen dem Cursor wirklich umständlich sind, wäre letztendlich nur die PC-Version zu empfehlen. Die Xbox One und PS4 haben zwar keine wirklichen Performance-Probleme, aber da man des Öfteren in die Menüs muss, macht die PC-Version einfach am meisten Sinn.